Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier in der Silberbruchmine, nicht dass ich mich wieder vertue. Das wollen wir jetzt mal resetten. Hat sich was im Vergleich zum letzten Mal geändert? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich habe diesmal den T17-Helm. Normal, anstatt den T4-Helm. Ich habe die Equip-Auslegung mal wieder geändert. Wenn ich mich richtig entsinne, Crit, Vielseitigkeit, Mastery. Von den Talenten her ist, glaube ich, das soweit klar. Ja, ich stand meine persönliche Lieblingsbelegung soweit wieder. Also, da ist jetzt. Hat sich diesmal nichts wieder. Ich bin wieder zurück, sagen wir es mal so rum. Alles durchbuffen, totbuffen, futtern. Auf Twitter geht's gerade wieder ab. Da krieg ich die ganze Zeit Nachrichten. Gibt's irgendwas Neues? Ja, gut, das, ich habe ja in der Season 2 bin ich ja hingegangen, habe einfach mal ausgerechnet, was man, wie weit man einzelne Stats pushen kann. Also hier Crit, Stärke, Tempo, Crit, Tempo, Mastery, Mehrfachschlag und Vielseitigkeit in dem Falle. Und da wurde ich auch darum gebeten, dass ich das wieder mache, damit man einfach mal so einen kleinen Überblick hat. Ich habe das ja immer für mich selber gemacht und die Ergebnisse einfach ins Forum gepostet, in den Guide, den ich von Vanguard übersetzt hatte. Und das habe ich jetzt für Season 3 auch gemacht und da habe ich zum Beispiel gestern mit Vielseitigkeit mit Mehrfachschlag rumprobiert, mit der Waffenverzauberung mal alles Frostwolfs, die kann zweimal ausgelöst werden, also zwei Stacks sind dann 1000 Mehrfachschlag mehr und da kam ich dann auf insgesamt 48% Mehrfachschlag. Ist ganz nett, aber naja, ist nicht so das Gelbe vom Ei, also reden wir nicht davon. Reden wir nicht drüber. Das ist wirklich, also, ist eine Spielerei. Es kann, es ist mit Sicherheit sehr stark, wenn man einen hohen Wert hat, also 50% plus, und wenn man dann auch einen sehr hohen Mastery-Wert hat, also über 75%, weil jeder Mehrfachschlag löst auch Mastery aus. Problem ist halt natürlich, jeder Angriff löst, kann Mehrfachschlag auslösen. Also auch ein 3000er Siegelproc löst dann Mehrfachschlag aus. Das sind dann 900 und bei 50% Mastery wären das dann nochmal 450 extra Schaden und das ist, ja, reden wir nicht von, ne? Und wenn das dann in der Burst-Phase passiert, dann kotzt man. Dann kotzt man wirklich, weil dann kommt nämlich wirklich Blutschaden zusätzlich rüber. Da spiele ich dann doch lieber so, dass ich eine ordentliche Menge Crit habe. Ich habe ja die Crit-Insignie drin. So, du kriegst einen Stun, nachdem du geblinzelt hast. Jetzt musst du nämlich die Insignie nehmen. Jetzt bist du gesilenced. Und properly. Da kommt dich holen, du kriegst einen Richtspruch drauf. Wall ist ab. Ja, brauchst gar nicht so. Vor allem backpedalen. Scheiße, jetzt wollte ich nur Frost inlinen, weil dann kann er nämlich nicht in den Eisblock. Ja, Emanzipation. Freispruch heißt er. Ja, Freispruch, das wird mir fehlen. Das ist in Legion nicht mehr vorhanden. Ich hoffe echt, dass es einführen. Weil gegen Dauer-CC, sorry, Blizzard, das braucht man einfach. Wir können uns nur ein einziges Mal befreien aus Slow. Ja, Schurke, du nervst. Du bringst nichts. Ja, wir haben nur einen. Oh, jetzt blendet er mich. Oh, super. Er will mich aufhalten, damit ich halt davon nicht rein kann, aber ich kann. Nö, gehen wir gleich mit Insi raus. Ach, da ist er schon wieder gut. Dann kriegst du die Wings ab. Nochmal. Kurzen Stun. Und tot. Pally Stunlock. Apropos Stunlock, das wird. Oh, nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Das wird ja noch in Legion lustig. Mit dem Human Racial. Die können nämlich Stuns entfernen. Das heißt, die werden noch stärker als vorher. Und ich kapiere einfach nicht, warum Blizzard das macht, ob die das echt nicht sehen. Das ist extrem overpowered. Rampage. Es ist unglaublich. Ich kapiere das einfach nicht. Das, weißt du, so im ersten Moment habe ich gedacht, aha, die Horde hat Buffs bekommen bei ihren Racial und jetzt müssen sie mit Legion das, Ey, geh weg, du Scheißschurke. Wisst mal, wo die Eier. Ball ist ab. Oh, Priest weg. Ist der Hunter down, den heilen wir. Freedom. Wieder den. Da, Mage wieder. Level kann hopp. Zack. Da ist der Schurke wieder. Ich
Also bei manchen hat man irgendwie echt das Gefühl, die haben es auf einen abgesehen. Gut, beim Schurken weiß ich jetzt nicht, ich war jetzt nur da und dann kam er gerade nochmal, keine Ahnung, vielleicht war er wirklich sauer, weil ich einen Stunlock gehielt habe. So geil, Stunlock, 6 und 1, 7 Sekunden Stunlock. Nee, Hugh Mitchell, man hat ja standardmäßig, hat jeder eine Insigne, die hält 3 Minuten CD. Menschen haben zusätzlich dann die Möglichkeit, aus einem Stun rauszukommen. Und können folgendes machen, die können das Talent Relentless skillen. Das reduziert jegliche Dauer von CC um 25%. Und dann kann jeder Red kann zusätzlich noch skillen. Hand of Sanctuary heißt sie, glaube ich. Die macht folgendes, die entfernt CC. Ich glaube, ziemlich jeden eigentlich. Und reduziert gleichzeitig noch die Dauer des CCs um 60%. So, und diese beiden Talente sind additiv. Das heißt, man hat dann 25% und 60%. Und dadurch ist man ganz schnell CC-immun. Weil so ein Schieb, könnt ihr ja ausrechnen, 85% weniger CC-Dauer ist halt, ja. Und dann nochmal zusätzlich aus dem Sun raus und die Insignia, also je nachdem, gegen welche Combo die spielen, kann man den Human Red Pally überhaupt nicht großartig CC'en. Das ist dann wie ein DK eigentlich. Und das ist, mein, unabhängig, dass Tuning so noch nicht stattgefunden hat. Das ist eine Änderung. Das ist wieder eine Änderung der Kategorie. Hä? Warum kommt sowas überhaupt in der Art und Weise ins Spiel? Ich meine, man muss natürlich die andere Seite sehen. Bei den Orks ist es so, die haben ja die Stun Resistance, war das, glaube ich. Doch, stopp, Stun Resistance. Aber das ist überhaupt kein Vergleich. Also, nicht wirklich, weil das eine ist halt dann auch wieder gezielt. Das andere überhaupt nicht. Ist ein Richtspruch ab. Oh, scheiße, jetzt haben wir den frecken lassen. Kriegt einen Stun und stirbt. Edge is next. Down. Das ist kein Vergleich. Weil das ist ja nur eine Chance. Das andere ist ja direkt. Das hat das Human Ratio, glaube 2 Minuten cooler hat es wahrscheinlich. Selbst wenn es 3 Minuten hat. Wobei ich müsste gucken, ich meine, das ist ähnlich wie bei Will of the Forsaken, dass es einen Cooldown hat. Also 30 Sekunden. Das heißt also, wenn man das Racial benutzt, kann ich erst nach 30 Sekunden das Trinket benutzen. So habe ich das in, aber unabhängig davon. Ich finde das eigentlich zu stark. Will of the Forsaken finde ich eigentlich auch zu stark. Das habe ich aufgepasst. Finde ich eigentlich auch zu stark. So. Das ist. Ich habe ja schon vor langer Zeit gesagt, dass die Racials in solcher Hinsicht einfach zu stark sind. Sobald sie einen größeren Einfluss auf das Spielgeschehen haben, finde ich es zu heftig. Was habe ich denn? Ich habe meinen Stun und ich habe die Ausdauer. Und 2% mehr Crit-Schaden und Heilung. Das ist in Ordnung. Das ist ganz simpel. Das ist nichts Besonderes. Also das ist jetzt nichts Overpoweredes. Okay, eventuell der Stun. Jetzt muss ich hier raus. Oh, hier gleich ein Dispersion gehen muss. Achso, der hat ja nichts. Stun, jetzt stirbst du. Macht der Dispersion. Jetzt aber. Oh, die mal die Wall ab. Na, genau deswegen. Trottel. Hat mich geheilt. First Blood. Ich den? Nein, krieg ich nicht vorher. Oder? Nein, schade. Hätte ich ihn doch vorher. Ich hätte doch Wings oder so ziehen sollen. Hätten wir die Lore noch gekriegt. Na, noch so mal vorne dran. Und der da? Der ist AFK. Und töten wir dich halt. Ist halt. Ist alles schwierig irgendwo. Na, eins ist er doch nicht mal AFK. Jetzt kommt der 4 hinten dran. Nochmal. Okay, machen wir den Shadow mal platt. Nein. Killing Spree. Oh, 80k, ey. Ich habe gar kein Gear. Double kill. Hallo Mage. Hallo Hexer. Dann stirbst du jetzt halt. Dominating. Multi-kill. Da hat schon bei Proklack Omas. Wer denn noch? Ja, immer noch.
Das ist das Schöne, wenn man halt einfach Proklad hat. Man kann so unglaublich Schaden ziehen. Den war geheilt. Krieger Stun. Wall ist ab. Sack drauf. Damit ich nicht so viel Damage kassiere. Dann komm, sterben. Raushauen. Wer greift ihn denn da an? Ah, der Mage. Und tschüss. Godlike. Double kill. Hallo, Hunter. Tschüss, Hunter. Also, die haben irgendwie wirklich kein Gear. Kann man den heilen? Dann halt nicht, dann lauf weg. Ja, die holen jetzt aber ständig die Loren weg. Jetzt sind sie uns ein paar Punkte voraus. Ach. Ist geil, klauen uns die Loren, da will ich aufpassen. Super. Ende der Shadow. Ja, na, hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Was dann? Da kommt die Dispersion. Massacre. Jetzt aber. Na komm. Massacre. Double kill. Krieger mal langsam machen. Mage töten. Krieger weg. Ah, der Raufelkopter. Oh, tschüss. Ah, jetzt halt. Die Leute hochziehen. Ja, ja. Region. Wobei ich jetzt natürlich dazu sagen muss, ich weiß jetzt gar nicht, es ist ja, wenn das Video rauskommt, ist ja schon sehr lange hin bis dahin. Es sind wahrscheinlich 2, 3 neue Builds wieder draußen. Und da weiß man halt natürlich auch nicht, was da passiert. Was sich da tut. Scheiße, die kriegen die. Jungs, wir brauchen die Loren. Oder Quatsch, guck ich gar nicht drauf. Och. Ja, ich will das überleben. Selber heilen. Kriegen wir den? Tja, da. Massacre. Bam! Ha! Aus dem Hinterhalt. Ja, ich sag's jedes Mal, das wird mir fehlen. Fehlt doch. Massacre. Das verstehe ich besser nicht. Druiden kriegen. Ja. Dann. Jetzt Wings. Dann machen wir dich weg. Was dann drüber. Bob, damit wir aus dem Stun kommen. Irgendwie Wirbelkick, wahrscheinlich gefaked. Ne, doch nicht. Sterb, 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 sterb. Sterb. Oh Gott. SC. Ich hab Proklack. Wenn ich das kein Proklack gehabt, wäre er verloren. Hätte er gewonnen. Ja. Ja, okay, wir haben aber verloren, weil. Außer wir kriegen die schnell. Glaube ich nicht. Ne, 84. Ne, 85. Ging ein Punkt dafür. Selbst hier. Ah, Cloaker da. Boah, das kriegen wir nicht. Nee, das war nix. Hab ich auf 18, Gott. Da haben wir nicht aufgepasst. Gut, sind wir selber schuld. Ja, und ich habe auch nicht so direkt aufgepasst vor lauter Quatschen. Ja, gut. War dann halt kein Win, aber es war trotzdem für mich eigentlich eine ganz gute Runde. Wobei natürlich die Gegner, die waren ja teilweise nicht schlecht. 40% Gerät, lol. Meine Teil, also, was heißt schlecht? Die haben halt wenig gewippt, ne? Da ziehst du den Leuten halt Damage rein. Naja, gut. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, ab damit in die Kommentare, Twitter oder gerne. Wer was sein sollte, ab damit in die Kommentare, auf Twitter oder auf Facebook. Freue ich mich immer. Ja. Und dann, ja, man sieht sich beim nächsten Video. Tschüss.